Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Hunt, The Call of the Wild. Ich bin der Eddie. Das ist Hund. Und in der letzten Folge haben wir am Ende noch ein paar Pekaris mit dem Bogen gejagt. Ich bin jetzt mal auf der Karte. Also die Pekaris haben wir hier gejagt, an diesem Krater. Das war eigentlich ganz schön hier. Jetzt bin ich wieder ins Spiel, natürlich hier reingeswitcht. Am nächstgelegenen. Ah, eigentlich interessant, gell? Ich habe mich, glaube ich, irgendwo hier ausgeloggt und bin hier gestartet gerade. Warum bin ich nicht hier gestartet? Ja, egal. Jedenfalls Schnellreise hierher. Ich habe jetzt mal vor, ich gehe mal hier hin. Oder? Übrigens habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich, wenn man den letzten Outpost den letzten Aussichtspunkt aufgedeckt hat, die ganze Karte so zu hell wird. Allerdings nicht hier anscheinend. Keine Ahnung. Hier ist noch die Fahrspur, wo ich mit dem Quad die einzelnen Outposts angefahren habe. Hier. Aber wir gehen mal hier hin. Wird das schon hier ein bisschen hell werden. Warum rennt der eigentlich? Achso, wird wohl an der Feststelltaste liegen. Eddie, so tut uns nicht gehen. Aber ich werde sowieso meinen leichten Trab verfallen. Ich habe übrigens die gleiche Ausrüstung wie das letzte Mal dabei. Die Ranger, die FL Sporter und die Müller Model 1891. Und ein Bogen mit verschiedenen Pfeilen. Da deckt man alles ab. Sämtliche Waffenklassen. Das Interessante war ja das letzte Mal, dass ich das Pekari, allerdings habe ich noch nicht nachgeguckt, warum oder was das für eine Bewandtnis hat. Das Pekari mit dem Bogen gejagt, mit dem Pfeil, der von Waffenklasse 1 bis 3 ist. Das Pekari ist Munitionsklasse 3. Und Warnruf ist Munitionsklasse 3. Und wir haben laut Spiel trotz allem die falsche Munition verwendet, obwohl der Pfeil von 1 bis 3 geschrieben ist. Woran das liegt, weiß ich leider nicht. Ich gehe mal ein bisschen hier nach links. Wir tragen mal ein bisschen Duft aus. Ich gehe deshalb hier nach links. Alter. Nach rechts natürlich. Ich gehe deshalb hier nach rechts, weil es hier etwas höher ist als wieder drüben. Setz dich mal dahin. Dann höre ich etwas mehr. Ich sehe ihn nicht. Ich würde da gerne mal so einen Felsen da besteigen. Ja, ja. Komm da. Ich weiß, dass du irgendwann kommst. Schauen wir mal, was das hier für ein Gebiet ist.
37 bis 11, das würde ja gerade so passen. Weil es ist, glaube ich, 10.06 Uhr, schau her. Ich schau mal. Setz dich jetzt mal hin. Ich lauf schon nicht weg. Da hinten ist er. Zweiter. Ist natürlich. Es wäre schön, wenn der ein bisschen mehr seitlich wäre. Ich denke, den ersten haben wir erwischt. Den zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Ich schau mal kurz. Ja, einen haben wir erwischt. Sehen gleich. Prima, dass wir jetzt hier auch wieder gleich am Anfang der Folge wenigstens erfolgreich waren. Ich habe gerade gedacht, ich habe was gehört. Mal gespannt, ob er den von der Entfernung finden kann. Also der erste, der war relativ zügig hier. Ne? Den zweiten bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir den überhaupt gefunden haben. Getroffen haben. Wir werden das gleich sehen. Der hat die Spur überhaupt nicht verfolgt. Steht nebendran, also der so ganz ideal ist er noch. Oha. Ja, dann sucht er den hier halt nicht. Lungenflügel rechts. Muskelmagen Leber. Ich komm. Haben wir erwischt. Oh, ist noch einer. Na bravo. Ich nehme den. Ja, ja. Stell dir vor, der würde hier in echt so rumpfeifen. Da ist alles im Umkreis von verschwunden. Ja. Ja, ja. Ich weiß. Sieben bis elf. War das an? Bekari? Komm, geh mal hier hoch.
Hier schnauft der Kamerad. Hock dich mal hin. Mein Freund. Ich werde mal nochmal. Versuchen, den zu callen. 7 bis 11. 37 bis 11. Ja, okay, ähnliche Zeit. Da hinten habt ihr gesehen. Adlerauge, sei wachsam. Schau mal hier. Mal stehen. Das war jetzt mal ein Versuch wert, ein kleines bisschen mitzuziehen und abzudrücken, trotz allem etwas vorzuhalten. Wir werden sehen. Eigentlich wollte ich ja dahin. Schau mal, er liegt hier einfach zwischen den Kakteen. Viel Spaß, mein Freund. Schauen wir mal. Ob wir einen nur erwischt haben und den anderen komplett vorbeigeschossen oder den zweiten vielleicht auch erwischt haben. Der Hund kommt. Der portiert sich übrigens zu uns immer. Also wenn man mit dem Quad unterwegs ist, dann macht er hier das Scotty-Teil und teleportiert sich zu uns. Setz dich mal hin. Der kann einfach keine Ruhe geben. Unser Kamerad hier. Ich guck mal, mach mal Verfolgerle. Schau mal, ob du hier irgendwie was findest. Blutspur technisch. Und ich schaue auch. Ich glaube, das war weiter hinten, ne? Das war eher hier. Wo ist er denn? Ach, da. Er hat einfach die bessere Nase als ich. Coyote. Da läuft auch so ein Pekari. Das hier sieht aber nicht so aus, als wäre es verletzt. Okay, das liegt auch hier. Hast du gut gemacht, mein Freund. Silber. Kein lebenswichtiges Organ getroffen. Oh.
Bedürfnisgebiet. Ich komme gleich zu dir, Hund. Pekari. Sitz. So, und dann tue ich mal mit dir spielen. Guck mal, zwei Herzchen bei liebevoll. Kriegt er noch eine Streicheleinheit. Best Friends. Und dann müsste ich eigentlich noch ein Leckerli im Hosensack haben. So. Damit du auch mal hier was kriegst für das, dass du die Beute so gut gefunden hast. Ich gehe jetzt trotzdem mal in die Richtung. Wir lassen den Kojoten mal Kojote sein. Vielleicht kommt er uns ja nach. Vielleicht hat er ja zufällig den gleichen Weg. Ich gehe immer ganz gern zu so einer Wasserstelle. Ich bilde mir mal ein, das ist eine gute Idee. Rund ums Wasser. Wobei es natürlich auch gut sein kann, dass hier immer von einer Wasserstelle zur anderen gelaufen wird. Zwischendrin ein bisschen Grünzeug fressen. Dann wieder was trinken. Es gibt ja hier ein paar grüne Büsche. Jetzt hier nicht so komplett ausgedörrt. Okay, hier ist so ein Ansitz habe ich hier schon aufgebaut mal. Diese Ansitze, ich weiß nicht, die kommen mir manchmal so vor, als stehen die teilweise an sehr ungünstigen, um nicht zu sagen, überflüssigen Positionen. Manche sind, glaube ich, ganz okay. Und andere wiederum, da frage ich mich, warum hätte man das dahingestellt? Nass zu werden, um eine schöne Brotzeit zu machen, oder ich weiß es nicht. Manchmal stehen die so an Seen. Nebendran schöner großer Felsen, also kannst du ja auf den Felsen sitzen. Und hast den gleichen Überblick. Oder sind die Tiere dann tatsächlich einfach so, dass sie einem auf seinem Ansitz da nicht wahrnehmen? Ich meine, kennt ihr diese Survival-Sendungen hier auf dem Männersender? D-Max oder so? Hier wäre es schön. Ich denke, hier halten sich die Mücken in Grenzen. Ich denke mir das immer, wenn ich das so sehe und die Leute dann komplett zerstochen sind, von oben bis unten. Also für mich sind ja so Stechmücken, das ist für mich so ziemlich das Überflüssigste, was es gibt. Aus meiner Sicht raus. Wenn das wenigstens nicht so jucken würde, dann wäre mir das ja ganz egal. Aber dass das hinterher so juckt. Und ich bin da ziemlich,
empfindlich will ich sein, aber also mal mögen mich die Viecher ganz gern, im Gegensatz zu anderen Leuten. Also wenn ich in der Nähe bin, dann haben die meisten um mich rum nichts, weil alles auf mich losgeht. Aber der Hund hat ein Herzchen verloren. Haben uns zu wenig gekümmert mit den Kameraden. Ja, und ich denke mir dann oft in diesen Survival-Sendungen, also das wäre mein schlimmstes Ding, von irgendwelchen Viechern komplett zerstochen zu werden, aufgefressen zu werden nachts. Ich werde die Krise kriegen. Ich hatte das schon mal im Urlaub. Da war ich mit, früher, in meinen jungen Jahren, da war ich mit meinen Kumpels in Italien. 37 Mückenstiche in einer Nacht. Da war ich am nächsten Tag komplett platt. Also, das hat mich so mitgenommen, dass ich den ganzen Tag nur rumgelegen bin und nichts unternommen habe. Ich war so richtig müde und schlaff. Immer ein Haufen Geräusche und es rührt sich aber nichts. Kein Vogel fliegt hier rum. Gar nichts. Die Geräuschkulisse ist hier wirklich nice. Also das muss man denen lassen. Das haben sie in dem Spiel wirklich meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt. Es sind immer schöne Geräusche im Hintergrund, manchmal auch Wind, je nachdem. Und was auch gut gemacht ist, ich war letztens mit dem Posenpaul zusammen hier unterwegs auf der Karte. Da waren wir, keine Ahnung, nicht ganz einen Kilometer voneinander entfernt. Und dann hat er einen Schuss abgegeben. Und ich war in so einer Talsenke unten. Sehr felsig, kein Bewuchs, gar nichts. Und dann hat dieser Schuss da von den Wänden wieder gehallt, wie ein Donner irgendwie. Also das, ich habe zuerst gar nicht richtig registriert, dass das sein Schuss war. Da dachte ich, was ist das jetzt für ein komisches Geräusch? Aber ich denke, das kommt ganz gut hin. Ich glaube, das haben sie ganz gut umgesetzt. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Ich denke, das hört sich in Wirklichkeit genauso an. Das Flimmern hier, das finde ich auch ganz nett. Oder diese Partikel, die hier rumfliegen, diese Pollen. Aber hier am Wasser ist es sehr ruhig. Warum das wohl so ist? Also ich würde mich als Tier hier aufhalten. Gras ist saftiger. Zu trinken hätte ich auch was. Naked Survival oder wie die Sendung da heißt, die da teilweise kommt, wo immer ein Typ und eine Frau nackt quasi ums Überleben kämpfen müssen. Mich würde mal interessieren, inwieweit die tatsächlich irgendwo entfernt sind von jeglicher Zivilisation. Na klar, die haben das Filmteam dabei und so weiter, also ganz, aber ich glaube, die greifen da tatsächlich nicht allzu viel ein. Außer es geht einem wirklich richtig dreckig, dann kann man die ja holen. Dann haben die ja immer so eine Kette um. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Also ich vermute, dass in dieser Kette ein GPS-Tracker verbaut ist, damit man die auch wieder findet, die Leute, falls die irgendwo blöd rumlatschen würden. Oder ohnmächtig. Letztes Mal wurde eine ohnmächtig.
ist so quasi vornüber, so richtig einfach aufs Gesicht geklatscht. Wie viel da eben, wie gesagt, real ist und wie viel reingespielt ist, weiß ich nicht. Beim Bear Grylls weiß man ja, ich meine, der hat ja teilweise Szenerien, die direkt neben Straßen sind. Aber da steht es ja auch vorne dran, dass also viele Szenen gestellt sind. Ist trotzdem ganz nett gemacht. Den einen oder anderen Tipp kann man sich ja vielleicht merken, der der Situation bestimmt auch helfen könnte. Und in dem anderen, den Naked Survival Dingsbums, da haben sie immer so einen komischen Jute-Beutel dabei. Da ist auch irgendwas drin, ich weiß nicht was. Aber den haben sie ja permanent am Mann. Das wird schon auch irgend so ein Sicherheitsgeschichtle sein. Und dann sind die ja irgendwie nackig. Aber im Fernseher sind das natürlich nicht nackig, da ist alles ausgeblurrt, was, wo man ein bisschen was sehen könnte. Ich meine, dann gibt denen die Dinge, dann gibt denen die Kandidaten halt ein Bikini oder eine Badehose mit und fertig. Also ich meine, wenn ich sowieso rausretuschiere, ja. Verstehe ich nicht ganz. Aber. Das wieder, sehr wahrscheinlich ist das halt auch womöglich amerikanisch. Da darf man ja wieder niemand nackten zeigen. Da darf man zwar zeigen, wie man Leute aufschlitzt, das ist überhaupt kein Problem. Die gruseligsten Horrorstreifen und was weiß ich was, das ist alles gar kein Thema. Aber wie es hat einer irgendwo die Brust vorgezeigt, dann steht er schon mit einem Fuß 10 Jahre im Knast. Die sind ja sowas von prüde, die Kameraden da drüben. Das ist echt unglaublich. Das war damals 90 schon so, 91, als ich, habe ich das letzte Mal erzählt, da war ich ja auch mal in den Staaten für 6 Wochen Urlaub. War richtig geil, habe ich gesagt, habe ich ja schon erzählt. Aber, wie gesagt, die sind sowas von prüde, zum Teil, also... Hollywood waren sie nicht prüde. Das war ganz... Da war ich sehr überrascht. Hund permanent so hibbelig sein kann, dass man die ganze Zeit rumrennt hier. Wo ist der? Ach komm, ich könnte den doch mal crawlen, vielleicht kommt er in meine Richtung. Sehe ich eigentlich? Jetzt ist es, glaube ich, leer. Kann es sein? Ja. It's gone. Wie lange ich da hier noch geruchsreduziert bin, sieht man nicht in der Anzeige. Also irgendwie aus dieser Richtung kommt das Geschrei. Der ist natürlich schnell weg, wenn der leicht zu traben anfängt. Dann ist der rucki zucki. Einfach weg. Wir gehen mal in die Richtung, oder?
So ein bisschen im Abstand um den See ein bisschen rum, weil direkt am See war ja nichts. Ich meine, wir waren ja jetzt nicht ganz, bislang waren wir ja nicht ganz erfolglos. Mich wundert immer bei diesen Sendungen, dass die oftmals am Anfang so blauäugig da reinrennen und ja, so ein Feuer kriege ich schnell hin, das ist gar kein Problem, eher meistens mit der großen Klappe. Und schlussendlich stellt sich dann raus, dass er doch zu doof ist. Doch schwieriger ist als gedacht. Warum tun die nicht gleich ganz von Anfang an auf alle Fälle mal irgendwo, was weiß ich, unter den Arm oder sonst wo sich ein bisschen so ein trockenes Zeug mitnehmen und das irgendwo körpernah tragen, damit es noch mehr trocknet. Damit sie dann einen Zunder haben, der auch anständig brennt, suchen sich von Anfang an gleich mal immer wieder eben Hölzer, mit denen sie Feuer machen können. Und das wäre das Erste, was ich machen würde, ein Feuer. Weil wenn ich das dann habe, dann habe ich es auf alle Fälle in der ersten Nacht mal warm. Und das kann ja schon mal nicht schaden. Weil, egal wo man ist, meistens hat es nachts kalt. In so einer Wüste hier wird es ja richtig kalt nachts. Ja. Dann packe ich mir normalerweise ein paar Steine, die ich dann ins Feuer schmeiße oder auf denen ich mein Feuer mache. Dann werden die Steine schon mal heiß. Die vergrabe ich dann unter mir ein bisschen im Boden, je nachdem, oder lege sie neben mich hin oder sonst was. Die geben lang Wärme ab, wenn die mal richtig heiß sind. Und man natürlich aufpassen, dass man sie nicht verbrennt. Irgendwie so, denke ich halt, wäre meine Vorgehensweise. Dann natürlich ein Dach über dem Kopf. Und solange ich noch fit bin, würde ich das immer weiter aufrüsten, dass da nicht nur eine Lage Blätter über mir ist. Weil wie gesagt, meistens kämpfen die mit der Kälte nachts, frieren wie die Hunde. Da schmeiße ich halt immer wieder irgendwas drüber, was ich finde. Ich laufe doch nicht irgendeinen Weg leer. Und vor allem so hier irgendwelche trockenen, wenn ich sie jetzt nicht mühsam abreißen muss, so trockene Zweige, Blätter, große Blätter, wo sie teilweise haben oder was auch immer, in welcher Gegend sie sich befinden. Das schmeiße ich nach und nach immer wieder auf diese Hütte. Und somit wird das das Dach und so, das wird ja immer dicker. Und schützt somit natürlich auch immer besser. Vor der Kälte und natürlich auch vor dem ganzen Insektengewusel. Als wenn man so ein löchriges irgendwas über sich hat und sich dann wundert, wenn es das erste Mal regnet, das Feuer ausgeht. Hier passiert ja irgendwie nichts. Die beschäftigen sich ja anscheinend vorher auch ein bisschen mit den Gegebenheiten in den einzelnen Ländern. Welche Pflanzen kann man da essen, welche nicht. Also so ganz blauäugig rennen sie jetzt auch nicht rein. Also ich wüsste jetzt hier nicht, welchen Kaktus kann ich hier anschneiden, welche Kaktusfrucht kann ich essen. Kann ich das Wasser von dem Kaktus innen das Zeug trinken oder nicht? Ist der vielleicht doch giftig oder wie auch immer. Ich denke, mit solchen Dingen sollte man sich schon im Vorfeld befassen. Was die ja anscheinend auch irgendwie tun, habe ich manchmal so das Gefühl. Wie gesagt, wie viel
Fake da im Hintergrund steckt, das weiß man nicht so genau, aber. Wenn man es jetzt mal als halbwegs real annimmt, dann wäre meine Vorgehensweise jedenfalls teilweise etwas andere. Ob die gut wäre oder nicht, das weiß ich nicht. Schau mal hier. Der Edi, der Profischütze, gell? Habt ihr das gesehen? Zack, buff, Feierabend. Aus dem Stand, angesetzt, mitgezogen. Coyote. Würde die kleinere Waffe auch reichen hier. Nehme ich mal die in die Hand. Ja, nicht. Schalter, such. Da hast du was zu tun. Ja, fein. Gut gemacht. Bisschen tut er schon genießen, gell? Die Spielerei, das ist auch ein bisschen einseitig. Immer die gleiche Pfote gibt er mir. Vielleicht legen sie da nochmal nach. Wie spät haben wir es? 12:19. Schiebt er mich wieder rum. Der Coyote lässt jedenfalls mal nichts mehr von sich hören. Mal raus. Gehen wir da rüber noch, oder? Über die Straße so ein bisschen in die andere Richtung. Wenn diese Kakteen absterben, dann bleibt da quasi innen so ein Zellulose oder halt so ein Gerüst stehen. Dann fault es außen, also das Grüne fault so ab und dann steht da so ein holziges Gerippe innen rum. Von den Dingern, das sieht auch richtig interessant aus. Stein. Finde ich jedenfalls.
Sowas haben sie jetzt hier nicht mit implementiert. Und manchmal hängen auch diese einzelnen Abzweigungen hier. Die hängen nach unten. Wie so Beine. Die knicken ab. Oder keine Ahnung. Mechanische Einwirkung. Umwelteinwirkung. Keinen Schimmer, wie genau. Und dann hängen die jedenfalls so runter. Da habe ich richtig nice Fotos gemacht damals. Hat was. Teilweise auch Löcher drin, wo dann irgendwelche Vögel drin nisten. Und ist schon schön. Wenn man so bedenkt, was so die Natur so alles hervorbringt und macht. Ich kann mich da jedenfalls begeistern für solche Sachen. Bahnhof. Wir sehen nichts. Ich denke, dass das da dahinter ist. Dass der nicht so nah bei uns war. Ich gehe mal da vorne auf den Felsen, der da direkt vor uns liegt. Ja, ist er recht. Vielleicht habe ich da ein kleines bisschen bessere Aussicht hier auf diesen Felsenhügel. Sehen wir noch was, bevor wir dann eine Pause machen. Und wir sind ja schon wieder eine ganze Weile unterwegs. Also 360 Grad Turn. Mal gucken. Entweder setzen wir hier noch mal einen Punkt. Guck mal, ich bin schwer verletzt. Kommen Sie zu mir. Holen Sie mich. Mister Lux. Der Freund da drüben war und jetzt da ist. Dann latscht er da irgendwo darüber. Vielleicht sehen wir den ja. Irgendwo da. Wie weit ist denn das? Bis hier. 100, 200. Ich
Wir lassen die Nullung mal auf 150, das ist nicht ganz verkehrt. Wenn er dann hier irgendwo ist, dann halt mal ein kleines Stückchen drunter. Da hinten halt mal ein bisschen drüber. Sitz. Wieder dahinter der Felskante. Ich call den noch mal kurz. Wenn, dann taucht er vielleicht, wenn wir Glück haben, hier irgendwo auf. Ich glaube jetzt nicht, dass der Umkehr dann nochmal darüber latscht. Ich muss da fast hier in der Visierung bleiben, weil wenn er hier auftaucht, dann muss er schnell gehen, weil sonst ist er gleich wieder weg. Sagte, er ging raus aus der Visierung und dann kommt der Kamerad. Was weiß ich, ich habe mehr. Nicht zu sehen und nicht mehr zu und nicht mehr vor die Flinte zu bekommen. Wie es aussieht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier eine Pause. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und ja, verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Eddie, und wünsche euch eine tolle Zeit bis dahin. Habt viel Spaß und einen schönen Sommer. Ciao, bis dahin.